Ich stehe hier am Rheinufer vor dem Musikfrachter, den wir gestern getauft haben und der mit einer großartigen Botschaft, einem gigantischen Projekt, eigentlich auf die Reise nach Wien gehen soll. Ich habe gleichzeitig entschieden, dass alle Veranstaltungen, Konzerte, Projekte des Beethoven-Orchesters vorerst bis Ostern abgesagt werden und natürlich hoffen wir damit, einen Beitrag zu leisten, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Ich muss nicht sagen, wie ich mich fühle. Wir sind am Boden. Die Arbeit von Jahren zerbröselt zu Staub. Unsere Arbeit ist gesundheitlich verzichtbar. Und trotzdem ist es mir wichtig zu erinnern, dass unsere Arbeit dafür steht, dass Leben eben mehr ist als die reine Erhaltung der Körperfunktion, dass Musik und Kultur für das stehen, was eigentlich Zivilisation und Menschsein ausmachen. Und das, was wir machen, steht für Menschlichkeit und ich hoffe sehr, dass die Menschlichkeit im Fokus der gemeinsamen schwierigen Zeiten, die vor uns liegen, stehen wird. Ich bin überzeugt davon, dass man, wenn das alles vorbei ist, gerade Musik und Kultur brauchen, denn so selbstverständlich ist es offenbar gar nicht, dass man frei zusammenkommen kann, dass man miteinander Feste feiert, dass man sich reibt und dass man sich trifft. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald.